das Geld nochmal zurückkäme, hätte ich nie mitgerechnet. Also die 1850 Euro, die waren für mich weg. Kurz vor 3:30 klingelte das Telefon und ich sah die Nummer der Dortmunder Volksbank. Allerdings von der Hauptstelle in Dortmund, was für mich zwar ungewöhnlich war, aber nichtsdestotrotz kannte ich die Nummer und habe mich gemeldet. Und dann fragte mich jemand, ob ich der Herr Marc Neuhardt sei, was ich natürlich bejahte. Und dann hat der mir gesagt, es wären in der Filiale in der Bismarckstraße hier in Hamm wären zwei Überweisungsträger eingeworfen worden, deren Unterschriften mit meiner nicht ganz übereinstimmen würde. Und die wären allerdings in die Bearbeitung gegangen. Und um diesen Vorgang jetzt wieder rückgängig zu machen, es waren also zwei Überweisungsträger à 1850 Euro, bräuchte er von mir eine TAN-Nummer, die ich an meinem eigenen Banking, über meine eigene Banking-App entsprechend generieren sollte. Das habe ich dann auch getan. Und dann, nachdem ich ihm die erste TAN genannt hatte, für meine Begriffe erste Überweisung, fragte er mich, ob ich noch Fragen hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, klar. Ich sage, was ist denn mit der zweiten TAN? Sie haben doch zwei Überweisungen, die Sie zurückholen wollten. In dem Moment hat er aufgelegt, ohne ein Wort. Und da war mir schlagartig klar, da bin ich definitiv einem Betrüger aufgesessen. Über Phishing-E-Mails oder Phishing-Internetseiten, sprich gefälschte Internetseiten, werden Opfer aufgefordert, ihre Zugangsdaten preiszugeben. In manchen Fällen tun sie es leider auch, weil die Seiten sehr echt aussehen und manche das dann nicht merken, dass die Seiten nicht zu den originalen Banken oder Instituten, Online-Shops, sonstiges gehören. Das war eigentlich nur meiner ganz schnellen Reaktion geschuldet, dass wir das Geld wiederbekommen haben. Die haben letzten Endes da ja noch irgendwie versucht, so einen kleinen elektronischen Riegel davor zu schieben, dass dieses Geld weiter bearbeitet wird. Und das war letzten Endes das große Glück eben. Und insofern, ja, man muss einfach höllisch aufpassen und einfach da sicher sein. Im Ernstfall, das ist mir jetzt auch klar, auflegen, die Nummer zurückrufen und dann weiß man, ob man tatsächlich angerufen wurde, von der Bank beispielsweise oder von wem auch immer.